Paul Summermatter, Sponsoring-Koordinator. Ihr habt jetzt, mir gab es vorhin gesagt, 3 Monate hat der Cover die neue Hängebrücke zu bauen. Unglaublich schnell. Das ist so. Wir haben eine super Firma dahinter, die in dem spezialisiert ist. Der Theo Lauber mit Swiss Robus Frutigo. Und die haben wirklich die reine Bauzeit hier vor Ort, ist 3 Monate gewesen. Das Wetter hat natürlich euphorisch gespielt. Er hat ein ausgeklügeltes System gehabt, um die alte Brücke zu demontieren, so einen Montagewagen, und nachher die neue Brücke wieder zu montieren. Also insofern hat alles für euch gespielt. Heute ist jetzt die grosse Eröffnung. Wie geht's? Ja, wunderbar. Ich bin natürlich auch ein bisschen nervös, aber habe eine riesige Freude. Wenn ich hier sehe, es sind sehr viele Leute da, die die Freude teilen mit dieser Brücke, mit dem Projekt. Und das stimmt einem doch sehr positiv. Berlino, wie viel hat das alles so gekostet und wie haben die Kästen aufgeteilt? Die Gesamtprojektkästen sind bis 750'000. Von dem haben die Trägergemeinden sich bereit erklärt, 250'000 zu übernehmen und den Rest auf dem Sponsoringmarkt zusammengetragen. Und da haben wir Glück gehabt, wir haben einen Hauptsponsor bekommen. Der ist übrigens auch Namensgeber von der Brücke. Hat 100'000 gegeben und wird dann in circa einer halben Stunde hier bekannt gegeben. Der Europaweg kommt jetzt wieder durchgehend. Brüche, was bedeutet das für den Tourismus? Nach 7 Jahren, wo aber das Teilstück geschlossen war. Ja, wir haben natürlich massive Einbüsse bezüglich Frequenzen auf dem ganzen Weg und auch in Europa heute. DJ-Reiseveranstalter, DJ-Wanderveranstalter, die auf dem Weg sind, unterwegs waren, sind nicht mehr gekommen. Er ist heute Teil von der Tour de Monte Rosa und aufgrund von dem sind wir sicher zuversichtlich, dass wenn der Weg jetzt auf gleicher Höhe weiter begangen werden kann, dass die Frequenzen wieder steigen. Ihr erwartet heute 200 bis 300 Leute. Wie sieht das Programm heute aus? Wir fangen 10 Uhr an mit ein paar Ansprachen, ein kleines Podiumsgespräch mit Brückenbauern, mit touristischen Vertretern usw. Und nachher die Sponsoren ehren, die grossen Sponsoren, geben den Hauptsponsor bekannt, haben eine kurze kirchliche Feier, segnen die Brücke ein, laufen dann alle über die Brücke, einmal die der Mühe haben, das sind doch 494 Meter. Und auf der anderen Brücke-Seite gibt es ein tolles Aperitif, anschliessend geben wir richtig Europa-Hit zum Grillfest.